März 2015, London. In der Millionenmetropole steigt ein deutscher Aktienhändler in ein Flugzeug Richtung Schweiz und taucht unter. Mit ihm die Millionenbeträge seiner Anleger. Es ist einer der aufsehenerregendsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Geschichte. Wenn man so quasi die Aussagen hört von Betroffenen, war es ein sehr charmanter Mensch, sehr kultiviert, sehr intelligent. Auf der Flucht ist Felix Vossen, Sohn einer wohlhabenden Textildynastie aus Gütersloh, Daytrader und ambitionierter Filmproduzent. Und offensichtlich auch ein gerissener Hochstapler, der alle gelingt hat. Ich würde immer noch sagen, dass er da reingerutscht ist. Dass er bis zu einem bestimmten Punkt zumindest geglaubt hat, dass er das hinkriegt. Der Fall Felix Vossen macht internationale Schlagzeilen. Seine Investoren stellen auf eigene Faust einen Fahndungsaufruf ins Netz, eröffnen eine Facebook-Seite. Sie jagen jemanden, mit dem sie Hochzeiten und Geburtstage feierten. Jemanden, den sie als Freund sahen und dem sie vertrauten. Man könnte denken, ich habe nur Geld verloren, aber ich habe auch einen Freund verloren. Es ist die Jagd auf ein Phantom, das nicht zu fassen ist. Nicht für die Geschädigten, nicht für die Öffentlichkeit. Ich denke, er hat eine Rolle gespielt. Ich denke, sein ganzes Leben war nur gespielt. Hat Vossen sie mit seinen Gewinnversprechen von bis zu 20% verführt? London, 3. März 2015. In der German Street Nummer 15 macht sich an diesem Morgen ein 41-jähriger Deutscher auf dem Weg zum Flughafen. Hier, direkt am Piccadilly Circus, in einer der teuersten und exklusivsten Ecken Londons, verlässt der Aktienhändler und Filmproduzent Felix Vossen seine Wohnung. Er besteigt ein Taxi oder die U-Bahn. So genau lässt sich das heute nicht mehr rekonstruieren. Nur eines ist klar, sein Ziel, der London City Airport. Laut Kreditkartenabrechnung kauft Vossen am Schalter der Schweizer Fluglinie Swiss International mehrere Flugtickets im Wert von mehr als 1.000 Euro. Nutzen wird er davon nur eines. Es geht in die Schweiz. Gemeinsam mit Felix Vossen verschwinden an diesem Tag rund 35 Millionen Euro. Geld, das Freunde und Familie in sein Investmentgeschäft gesteckt haben. Ein Geschäft, das es so, wie er es darstellte, nie gab. Er ist nun ein Betrüger auf der Flucht. Felix Vossen. Bei dem einen oder anderen klingelt es da vielleicht schon bei dem Namen oder bei seinem Bild. Als Filmproduzent hat er sich feiern lassen. Er ist der Sohn einer Handtuchdynastie. Aber das Geld aus der Familie, das reichte Felix Vossen nicht aus. Er wollte mehr. Und deshalb ist er inzwischen ein weltweit gefragter Mann. In der Schweiz, in Großbritannien und in den USA gibt es nämlich viele Menschen, denen er Geld schuldet. Einer von ihnen lebt unweit von London. Der pensionierte Geschäftsmann Russell Hicks ist Teil einer Gruppe, die sich nach dem Verschwinden von Felix Vossen organisiert. Sie produzieren auf eigene Faust ein Fahndungsvideo, stellen es ins Internet. Nach langer Zeit sieht er heute das Video wieder, das sie kurz nach Vossens Verschwinden produziert hatten. He will have changed his name by now, but he's actually Felix Vossen, German 41, the son of the well-known Vossen textile family. We need to bring this man to justice. Can you help us find him? Really makes me feel quite sick. Mir wird manchmal richtig schlecht, wenn ich ihn sehe. Es ist abscheulich. Diese ganze Zeit ist fast wie ein schlimmer Albtraum. It's like a bad dream, really. Hicks verband nicht nur eine Geschäftsbeziehung mit Felix Vossen. Sie waren Freunde, 13 Jahre lang. I met Felix in 2002. Ich habe Felix 2002 auf einer Party von Freunden getroffen. Seine langjährige Freundin war damals dabei. Es war eine kleine Party in West London und mein Freund, der Gastgeber der Party, sagte,
Du hast vielleicht etwas mit meinem deutschen Freund Felix gemeinsam. Er handelt an der Börse und ist auch ein privater Trader. So kamen wir ins Gespräch. Er schien ein sehr angenehmer, freundlicher, intelligenter, charmanter Mann zu sein. An diesem Abend in West London entsteht eine Freundschaft, die mehr als 13 Jahre anhalten soll. Russell Hicks und Felix Vossen scheinen auf derselben Wellenlänge zu sein. Es ist ein exklusiver Kreis, in den Vossen an diesem Abend im Jahr 2002 Zugang findet. Eine Gesellschaft, die vom Erfolg verwöhnt ist. Vermögend, wohlsituiert, ein wenig elitär. Eine Gesellschaft, die Vossen anzuziehen scheint. Er war sehr kompetent. Er wusste, wie der Börsenhandel funktioniert und kannte sich in der Materie gut aus. Zu diesem Zeitpunkt war er schon seit einigen Jahren dabei, offenbar erfolgreich, und handelte auf eigene Rechnung. Er ging sehr systematisch vor, war extrem vorsichtig. Er sprach immer von Risikomanagement. Russell Hicks beginnt im Jahr 2002 bei Felix Vossen zu investieren. Über die Jahre legt der erfolgreiche Geschäftsmann zahlreiche Tranchen in die Hände seines deutschen Freundes. In Summe investiert er mehrere Millionen Euro. Einen genauen Betrag will er nicht nennen. Felix behauptete, seinen Investoren 15-20% im Jahr einzubringen. Das ist eine große Nummer. Wenn man sowas konsequent jedes Jahr schaffen könnte, wäre man in sehr kurzer Zeit sehr reich. Hicks glaubt an diese außergewöhnlich hohen Gewinnerwartungen, zweifelt nicht an seinem Freund. Bis der plötzlich am 3. März 2015 von der Bildfläche verschwindet. In den ersten 24 Stunden waren wir erstmal besorgt, dass er vielleicht entführt worden ist und dass ihm jemand irgendwo eine Pistole an den Kopf hält, um Geld von ihm zu erpressen. Wir sagten der britischen und Schweizer Polizei, kann sein, dass ihr nach einer Leiche suchen müsst. Vossen schickt in dieser Zeit noch eine SMS an Hicks. Ein einzelnes Bild. Es zeigt eine Katze, die mit vollen Taschen wegläuft. Dahinter eine zweite Figur mit Tränen in den Augen. Eine Woche nach seinem Verschwinden antwortet ihm Hicks. Alle sind in Panik. Wo bist du? Eine Antwort bekommt er nicht mehr. Vossen ist untergetaucht. Mit dem Geld. Einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Das Geld, das ich bei ihm investiert hatte, war ein Großteil meiner Ersparnisse. Man könnte denken, ich habe nur Geld verloren. Aber das ist nicht alles. Ich habe auch einen Freund verloren. Denn es war, als würde man jemanden, der einem nahe steht, plötzlich in einem Autounfall verlieren. Es war schrecklich. Schnell aber ahnen Hicks und einige der anderen Geschädigten, dass kein Autounfall dahinter steckt. Sie organisieren sich, wollen verhindern, dass ihr ehemaliger Freund sich mit ihrem Geld aus dem Staub macht. Vossen schrieb noch SMSen. Lässt er sich so aufspüren? Einer seiner Geschäftspartner bemerkt, dass Geld von Vossens Firmenkreditkarte abgeht. Aufgrund der ziemlich hohen Schweizer Taxirechnungen konnten wir in etwa nachvollziehen, wohin er unterwegs war. Er war also irgendwo da drüben und benutzte die Firmenkreditkarte, um von der Schweiz nach Frankreich zu gelangen, wenn ich mich recht erinnere. Wie konnte er sie derart hintergehen? Wie schaffte er es, den Überblick zu behalten und immer den Eindruck zu vermitteln, als habe er alles im Griff? Als seien die versprochenen Renditen überhaupt kein Problem? Und vor allem, wo ist ihr Geld jetzt? Umgerechnet 35 Millionen Euro. Die Gruppe versammelt sich an einem Abend in London. Sie tragen zusammen, was ihnen über die Jahre an Vossen aufgefallen ist. Wir trafen uns im Büro der Filmfirma in Soho in London. Wir setzten uns alle an einen Tisch und jeder erzählte, was er über Felix wusste. Gemeinsam versuchten wir, alle schriftlich festzuhalten. Persönliche und geschäftliche Details, alles über die Banken, das Trading und Sonstiges. Auch alles in Bezug auf sein Filmgeschäft. Bei diesem Treffen der von Hicks sogenannten VOVs, der Victims of Vossen, Vossens Opfern, entsteht ein eindrückliches Psychogramm des Mannes, den sie nun jagen wollen. Ihre Aufzeichnungen von damals zeichnen das Bild eines meist sehr charmanten Menschen. Jemand, mit dem man sich gerne unterhält. Aber auch das Bild eines manipulativen Charakters, der mit ihnen wie mit Marionetten spielte. Wer ist Felix Vossen wirklich? Gütersloh, Industriestadt in Ostwestfalen.
Von hier kommt die Familie Vossen. Hier gründet Felix Großvater Burkhardt 1925 eine Textilfirma, die es sich zur Aufgabe macht, hochwertige Badetextilien für die Allgemeinheit erschwinglich zu machen. Die Firma hat Erfolg. Der Name Vossen gilt bald etwas in der 100.000 Einwohnerstadt, die mit Miele und Bertelsmann ohnehin schon zwei Schwergewichte deutscher Unternehmergeschichte beherbergt. Auch der Name Vossen wird zum feststehenden Begriff. Spätestens 1951. Nach dem Burkhardt Vossen, so erzählt es die Firmengeschichte, den Haus- und Bademantel aus Frottier erfindet. Horst Würmann kennt die Familie gut. Er war erster Betriebsleiter unter Burkhardt Vossen. Sein ganzes Leben hat der nun 91-Jährige der Arbeit in den Vossenwerken in Gütersloh gewidmet. Noch heute schwärmt er vom Unternehmergeist des alten Vossen, Felix Großvater. Als die Weberei anfing, da hat der Chef ja in so eine kleine Hütte, da hat er übernachtet. Wenn die Kette ab war, dann hat er mitgeholfen, dass die Kette ja wieder reinkam. Das war alles noch Handarbeit, das gab sich vom Wegen. Ja, da mal eben anheben oder sonst irgendwie, das war alles nur Handarbeit. Er war also ja Tag und Nacht für seine Firma. Und das war also, muss man sagen, 90% seiner Mitarbeiter auch. In den 70ern übernimmt Felix' Vater Norbert die Geschäfte. Das Unternehmen hat großen Erfolg. Der alte Burkhardt Vossen hatte in den vergangenen Jahren expandiert und die Firma betreibt neben dem Werk in Gütersloh mittlerweile drei weitere. Badetextilien von Vossen sind der Renner in der Wirtschaftswunderrepublik. Selbst Schlager-Ikone Udo Jürgens ist ihm verfallen. Ab 1969 trägt er am Ende seiner Konzerte einen weißen Vossen-Bademantel. Hochkonjunktur im Vossenreich. Die Unternehmerfamilie verdient blendend. 1974 wird Felix Burkhardt Vossen geboren. Sein Zweitnamen erhält er vom Großvater. Mitte der 80er Jahre wird Felix Vossen von seinen Eltern auf ein Internat in der Schweiz geschickt. Noch Jahre später beklagt er sich vor Freunden über diese Zeit. Lässt sich hier ein Anhaltspunkt für die Entwicklung von Felix Vossen suchen? Vom Familienunternehmen jedenfalls entfernt er sich in diesen Jahren. An und für sich war Felix nie da. Das war nur, als er so kleiner Böcker war. Der ist ja mit 12 Jahren ist er ja schon in die Schweiz gekommen. In den 90ern stockt die Erfolgsgeschichte Vossen. Die Billigkonkurrenz aus Asien macht es der hiesigen Textilindustrie schwer. 1994 schließt Norbert Vossen eines der Vossenwerke wieder. Ein Kapitel Firmengeschichte ist beendet. Freies Wirtschaften eben. Alltäglich, solange es einen nicht persönlich erwischt. Warburg, den 1. Mai. Sehr geehrter Herr Vossen. Ehrentraut Kukulis und Lewa Melek schreiben ihrem ehemaligen Chef. Wir hatten eigentlich den Eindruck, dass man sich auf ihr Wort verlassen kann. Der war geldgeil, wenn Sie es so nehmen wollen. Und ich behaupte nicht, ja, dass dein Sohn vielleicht davon was geerbt hat. Das behaupte ich nicht. Aber viele Leute sagen, komm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da ist also vieles, würde ich sagen, ist da auch schief gelaufen. In Warburg am letzten Arbeitstag haben die Frauen geweint. Wann weint der Unternehmer Vossen? Wenn ich weine, wird man mir vielleicht eine Schwäche unterstellen, obwohl ich das nicht als Schwäche für einen Mann auch nicht sehe. Es hat mir sicherlich tief leid getan, dass wir den Betrieb Warburg schließen mussten. Und vielleicht Menschen, die glauben, ein Unternehmer ist nur im Kommerz verhaftet. Ich kann auch sagen, die Schließung eines Betriebes bedeutet immer erhebliche Verluste. Am 10. Dezember 1996 meldet das Unternehmen Konkurs an. Die Familie lebt da bereits nicht mehr in Gütersloh und hat sich schon Jahre zuvor aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. 5 Jahre später wird das Stammwerk in Gütersloh abgerissen. Felix Vossen kriegt von all dem nach wie vor nur aus der Ferne mit. Er ist nach Abschluss des Internats nach England gegangen, um dort ein internationales Abitur abzulegen. Und ist den Computern von Apple verfallen. Kauft sie ein, verkauft sie mit Gewinn. Es ist sein Einstieg ins Geschäftsleben. Ein zaghafter Anfang von dem, was nun kommen sollte. Ist es auch die Einstiegsdroge in das Geschäft mit dem großen Geld?
Er hatte manchmal echt verrückte Geschäftsideen. Ich meine, früher irgendwann hat er Elektroroller importiert, als er noch jünger war und in Spanien lebte. Und er hat auch mal Apple-Computer verkauft. Ich glaube, damals war er wirklich einigermaßen erfolgreich. Er war immer auf der Suche nach einem Weg, Geld zu verdienen. Rund um die Jahrtausendwende legt Felix Vossen nicht mehr nur eigenes Geld am Aktienmarkt an. Die New Economy Blase ist gerade geplatzt und glaubt man der Erzählung, hat Vossen einen erheblichen Teil seines Vermögens im allgemeinen Abwärtsstrudel verloren. Frisches Geld muss her. Der Beginn von Vossens Karriere als professioneller Aktienhändler. Natürlich unterhielt er sich mit Leuten und erklärte auch, was er beruflich machte. Er erzählte dann, dass er ein paar Kunden hätte, die über ihn investierten. Und dann brauchte er nur noch zu warten, bis der andere auf ihn zukam und sagte, oh, könntest du dich um etwas Geld für mich kümmern? In der Zeit, in der Vossen Russell Hicks kennenlernt, ist er bereits inmitten der Londoner Upper Class angekommen. Er ist mit einem britischen Model und TV-Sternchen liiert. Und er nutzt seine vorhandenen Kontakte, um sein Investorennetz auszuweiten. Ein paar Leute haben mich gefragt, du hast ja Geld bei ihm investiert, ist er zuverlässig? Und ich habe immer gesagt, so weit, so gut. Ich investiere schon seit einiger Zeit bei ihm und die Ergebnisse scheinen zu passen. Ich bekomme die Auszahlung, wenn ich sie brauche und danach frage. Was ich aber auch immer gesagt habe, es ist eure Entscheidung, ihr müsst eure eigenen Nachforschungen anstellen und es würde mich freuen zu erfahren, was ihr dabei herausfindet. Ein Prinzip, das auf Vertrauen baut. Auch der Londoner Werbefilmer Simon Gargett lernt den Deutschen kennen und investiert bei ihm. Felix Vossen war eine sehr offene und sehr freundliche Person. Er schaffte es, einem das Gefühl zu geben, dass man zu den Glücklichen gehört, die in seine Investmentwelt aufgenommen wurden. Einige Male brachte er seine Freundin mit und wir verbrachten wunderschöne Urlaube zusammen. Segelten zwischen Antigua und Barbados und St. Barts, diese ganzen traumhaften Orte. Und wenn man beim Segeln manchmal gemeinsam durch schwierige Situationen muss, baut man eine enge Bindung zueinander auf. Auch andere Freunde haben uns besucht. Wir standen uns damals wirklich richtig nah. Vossen ist nicht der Erste, bei dem Russell Hicks Teile seines Vermögens anlegt. Kurz bevor er eine weitere, schwergewichtige Investition bei Vossen vornimmt, bittet er, trotz aller Freundschaft, um einen Einblick in dessen Geschäft. Auf Vossens Einladung hin unternehmen beide eine Reise in die Schweiz. Hicks soll die Bankangestellten kennenlernen, mit denen Vossen Geschäfte macht. Ein für ihn beruhigender Ausflug. An diesem Tag in der Schweiz, nachdem ich all diese Leute getroffen hatte, war ich sehr zuversichtlich, dass alles vollkommen in Ordnung war, dass ich mir keine Sorgen machen musste. Die Gruppe derjenigen, die Vossen verfallen, wächst im Laufe der Zeit auf bis zu 30 Personen an. Unter seinen Investoren sind irgendwann auch seine Eltern. Am Ende poolt Felix Vossen rund 60 Millionen Euro von Anlegern auf seinen privaten Konten. Er führt ein Leben in perfekter Fassade. Erinnerungen kommen auf. Ich erinnere mich deutlich daran, wie bemerkenswert sauber seine Wohnung war. Wie perfekt alles war. Die Bildbände, die weißen Sofas, die Statue am Fenster, alles war unbenutzt. Und der unbenutzte Kocher. Alles war so makellos. Es war wie in einem Musterhaus. Niemand lebte da. Und ich erinnere mich an diese ganzen Geräte, auf denen er früher seine Geschäfte machte. Diese ganzen Bildschirme. Man konnte die wechselnden Zahlen darauf sehen. Von angeblichen Deals oder Auktionen und Aktien. Aber dieses ganze Zeug war Unsinn. Vielleicht hat er einfach nur eine Demo-Version laufen lassen. Es ist eine schreckliche Vorstellung, dass er glaubte, dass wir uns einfach von einem Bildschirm überzeugen lassen würden, der irgendwelche Daten anzeigt. Sie ließen sich davon überzeugen. Russell Hicks hat die Korrespondenz der 13 Vossen-Jahre feinsäuberlich abgeheftet. Es sind Dokumente, die zeigen, wie Privates und Geschäftliches zwischen den beiden über die Jahre mehr und mehr verschmolz.
This reads addressed to me. He called me Captain Hicks. Hier steht an mich gerichtet, er nannte mich Captain Hicks. Wie versprochen, die Details für mein englisches Konto im Land der Gnome. Es gibt ja den Begriff Gnome von Zürich. Außerdem Credit Suisse, Private Banking AG der Credit Suisse, 7500 St. Moritz und die Kontonummer. Bitte frag unsere Freunde bei Barclays, ob sie es in Pfund Sterling schicken könnten, statt die Summe in Schweizer Franken umzurechnen. Das wäre fabelhaft. Und dann schrieb er, ich habe heute Morgen auch von den meisten aus der Gruppe eine Rückmeldung bekommen und wir treffen uns nächsten Dienstag zum Abendessen in London. Ich hoffe, das passt hier noch. Felix und ein Kuss. Felix und ein Kuss. Das war typisch für ihn. Wir haben hunderte solcher E-Mails ausgetauscht. Sonja Stirnimann ist Schweizer Expertin für Wirtschaftskriminalität. Nach Vossens Verschwinden beschäftigt sie sich mit dem Fall des flüchtigen Aktienhändlers. Wenn wir so die gewissen Fälle in der Vergangenheit oder auch aktuell anschauen und analysieren, sehen wir, dass dieses Vertrauensverhältnis sehr eng war. Man hat Familie und Geschäft vermischt. Weil je mehr dass ich über sie weiß als Investor, desto eher weiß ich auch, wie ich sie knacken kann. Stirnimann erkennt in den Erzählungen von Vossens Opfern ein bekanntes Muster der Wirtschaftskriminalität. Es sind Menschen, die die Fähigkeit haben, andere zu begeistern, quasi mitzumachen in einem Projekt, Gelder zu investieren. Die sind sehr charmant, sehr kultiviert, intelligent. Man sagt, sie seien erfolgreich. Diese Charakteristiken von dieser Person sind ja die Essenz schlussendlich von einem Ponzi-Schema. Darauf beruht das ganze Konstrukt. Das Ponzi-Schema, benannt nach Charles Ponzi, einem Anlagebetrüger aus dem 19. Jahrhundert, funktioniert dabei wie ein Schneeballsystem. Der Betrüger lockt Investoren mit hohen Gewinnversprechen an und sammelt von ihnen Geld ein. Von Zeit zu Zeit zahlt er ausgewählten Opfern tatsächliche Gewinne aus, um weiter Vertrauen aufzubauen und neue Investitionen aus ihnen herauszulocken. Das Geld für die Auszahlungen bezieht er allerdings nie aus tatsächlichen Gewinnen, sondern nimmt die Investition neuer Anleger. Und am Ende des Tages kann so ein Spiel nicht aufgehen, weil es ist kein Geld, das quasi erwirtschaftet wird, sondern durch neue Investoren, alte Investoren abgeglichen werden. Sie werden wahrscheinlich dann auch gefälschte Auszüge und Belege erhalten, die dann irgendwo im Umlauf sind und wiederum Vertrauen generieren. Auch Russell Hicks bekommt solche beruhigenden Aufstellungen im Verlauf der Jahre zugesandt. Vossen macht sein Geschäft dabei augenscheinlich größer, als es ist. Immer wieder bekommen die Investoren Mails von angeblichen Angestellten Vossens, die sie nie sehen werden. Oh yeah, so this is a letter from sent to me from one of the investors. Das ist ein Brief von einer Investorin, die ziemlich viel Geld bei Felix investiert hat. Und sie hat mir eine E-Mail geschickt, die angeblich von jemandem namens Jennifer Keller stammte, die alle Nachforschungen zufolge gar nicht existierte. Somebody called Jennifer Keller. Dies war eine von Felix' Erfindungen. Hier hat sie mit Jennifer Keller unterzeichnet. Aber diese Jennifer Keller gab es nicht. Das ist Felix selbst. Von Februar 2005 bis Dezember 2014 beliefert Vossen Russell Hicks im Namen der Vossen Capital Partners oder der VCP Asset Management regelmäßig mit Konto- und Depotauszügen. Allein die Betreffzeilen der uns vorliegenden E-Mails lassen vermuten, wie sicher sich ein Anleger bei Vossen gefühlt haben muss. Was wir oft sehen, ist, dass es so eine quasi Bugwelle ist. Man beginnt mal, es funktioniert etwas oder es funktioniert eben nicht. Im Sinne von, man fährt Verluste ein, kann diese Ansprüche, also Renditen, nicht ausbezahlen, braucht dann neue Investoren, damit man überhaupt das Geld hat, um diese Renditen den bereits bestehenden Investoren auszubezahlen. Und das wird dann immer größer. Diese Bugwelle, irgendwann wird man überrollt von dir und dann bricht das System auch in sich zusammen. Die Fassade, die Felix Vossen aufrechterhält, ist die des cleveren, wirbelnden Geschäftsmannes. Einer, der viele Eisen im Feuer hat. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, aus Berlin, live aus dem Berlinale Palast. Gleich geht sie los, die 62. Berlinale. 2012 betritt Felix Vossen die öffentliche Bühne,
hat er bislang immer im Verborgenen gewirkt, als stiller Aktienhändler vor dem eigenen Rechner, zieht es ihn ins Licht der Öffentlichkeit. Vossens Suche nach einem glamourösen, nach einem aufregenden Leben lotst ihn ins Filmbusiness. In London wird Vossen Mitinhaber einer Filmproduktion. Gemeinsam mit Barnaby Southcamp, einem britischen Nachwuchsregisseur und nebenbei Sohn der bekannten Schauspielerin Charlotte Rampling. Einer, der ihn in dieser Zeit kennenlernt, ist Michael Eckelt. Der Hamburger ist Co-Produzent bei Iana, einem der ersten Filme, die Vossen produziert. Im Nachhinein muss man sich fragen, wie echt ist Vossens Interesse am Film? Oder ist das glamouröse Business nur ein weiterer Baustein in seiner Fassade eines erfolgreichen Lebens? Er wollte diesen Film machen, das war nicht aufgesetzt. Er wollte, der hat ja auch noch andere Filme gemacht. Und er ist da total engagiert gewesen. Er hat natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Das heißt, er ist zwischendurch immer verschwunden. Aber er war total engagiert. Er war auch während der Dreharbeiten dabei. Aber es war eben, also es gab keine Bremse. Es gab keiner, der mal gesagt hat, stopp. Ja? Also Gabriel Byrne hatte dann seinen letzten Drehtalk, da wurde ein riesiges Essen veranstaltet in einem ziemlich teuren Restaurant in Hamburg, zu dem der dann noch nicht mal gekommen ist. Ja? Der ist dann irgendwie gekommen, als alle schon gegessen hatten. Ja? Woher Vossen das Geld nimmt, das er in die Filme steckt, wissen seine Mitstreiter nach eigenen Angaben nicht. Michael Eckelt und auch ein weiterer Co-Produzent, Ilan Girard, wundern sich immer wieder über die Geschäftsgebaren des jungen Deutschen. Sie ahnen, dass Vossen ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt. Also diese ganze Sache, da blicke ich auch überhaupt noch nicht durch. Ja. Es gab ja diese Produktionsfirma und dann gab es eben eine andere Firma, das war offenbar dieser Fonds, sein Fonds. Und dann hat er immer gesagt, er muss mit Paul reden. Ilan Girard, der selber so ein Zocker ist, der hat gesagt, jetzt verhandelt er mit sich selber. Ja? Wenn er gesagt hat, er muss mit Paul reden, ob der doch noch mehr Geld geben kann. Da hat Ilan gesagt, jetzt verhandelt er wieder mit sich selber. Im Februar 2012 feiert Iana Premiere auf der Berlinale. Die damalige Pressekonferenz ist einer der seltenen Momente, in denen Felix Vossen zu beobachten ist. It was a book that I bought, I think it's probably about 18 years ago or something like that. And it was one of the novels I felt would make a really good film. And I sort of put it aside. Some years later, quite a few years later, I met Barnaby. So you saw it the first, didn't you? Yeah. Yeah, it was just when one after you met me, you went back to the book. Absolutely. Absolutely. Iana wird von der Kritik gelobt. Der Untertitel des modernen Film Noir könnte auch in Bezug auf das Leben von Felix Vossen getextet sein. Die dunkelsten Geheimnisse sind die, die wir vor uns selbst verbergen. Nach dem Auftritt auf der Berlinale wird Vossen noch zwei weitere Filme produzieren. Danach die plötzliche Flucht. 3 Jahre nach dem gemeinsamen Erfolg mit Iana wird er am 3. März 2015 auch seinen Geschäftspartner Barnaby Southcamp zurücklassen. Er sagt, er blickt immer noch nicht durch, in welchem Umfang er ihn reingelegt hat, weil deren ganze Firma ist ja auch gecrashed. Ja? Ich meine, der hat denen diese E-Mail geschickt mit den 3 Xen drauf und das war's. Der hätte ja dann auch die Feuer beiseite nehmen können und sagen können, hier, das ist das Problem. Ich muss jetzt hier mal die Fliege machen. Probleme passen nicht zu Vossens Saubermann-Fassade. Er hat seine Flucht geplant, als sein Kartenhaus aus Betrügereien zusammenzufallen drohte. Er stößt alle vor den Kopf. Freunde, Investoren, Filmpartner. Und das wird sich nun rächen. Als er verschwand, haben diese Filmleute, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, alles gesammelt, was sie finden konnten. Alle Videos und Fotos von Felix.
Daraus machten sie einen kleinen Kurzfilm, mit dem sie sagten, komm schon Felix, wo bist du? Das war alles sehr professionell gemacht. Der Film hat sehr intensiv die Situation erfasst und die Aufmerksamkeit vieler Menschen erregt. Die Geschichte war dann überall in den Zeitungen. Felix Vossen ist zum damaligen Zeitpunkt bereits rund 10 Monate abgetaucht. Wie schafft er es, unerkannt zu bleiben? Gerüchte machen die Runde, nach denen er sich einer Gesichtsoperation unterzogen hat. Nach der Veröffentlichung des Videos gehen bei den Behörden zahlreiche Hinweise ein. Auch die Geschädigten glauben, Vossen auf der Spur zu sein. We had a Facebook-Page, The Hunt for Felix Vossen. Wir hatten eine Facebook-Seite, die Jagd auf Felix Vossen. Und dann gab es da eine Person, die dort Kommentare hinterließ. Es schien so, als wüsste diese Person viel über Felix und über Aktivitäten, die schon lange zurücklagen. Wir haben versucht, mit ihr zu kommunizieren, aber die Person war nicht sehr gesprächig. Irgendwann waren wir überzeugt, dass das in Wirklichkeit Felix ist, der ein Spiel mit uns spielt. Das ist Felix selbst. Er hat die Facebook-Seite gefunden und jetzt führt er uns an der Nase herum. Nun, unser übliches Transportmittel ist das Motorrad. Wir sind täglich auf Streife. Es war ein ganz normaler Dienst an einem x-beliebigen Tag. Wir sind mit dem Motorrad an ihm vorbeigefahren und haben bemerkt, dass er sein Gesicht wegdrehte und versuchte, woanders hinzugehen. Ein Mann erkannte, dass wir auf ihn aufmerksam wurden und überquerte plötzlich die Allee. Er war eigentlich in die andere Richtung unterwegs gewesen und lief über die Straße, über den bepflanzten Zwischenstreifen, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Mann ist hochgradig nervös. Noch wissen die Polizisten nicht, was hinter ihrem Zufallsfang steckt. Aus Sicherheitsgründen führen wir immer eine oberflächliche Leibesvisitation durch, um sicherzugehen, dass die Person keine Waffe oder etwas anderes dabei hat. Wir waren erstens erstaunt darüber, dass er mehrere italienische und griechische Pässe, also Dokumente unterschiedlicher Nationalitäten, dabei hatte. Und zweitens, als wir begannen, seine persönlichen Gegenstände zu überprüfen. Denn dabei bemerkten wir eine große Menge an Bargeld, was nicht üblich ist. Noch dazu in verschiedenen Währungen aus verschiedenen Ländern. Als wir den Mann tatsächlich festnahmen und ihm die Handschellen anlegten und das Fahrzeug für den Abtransport anforderten, änderte sich seine Einstellung völlig. Er hatte zuvor viel Nervosität gezeigt und sogar mal versucht, uns mit einem Tritt oder einem Stoß anzugreifen. Doch als wir ihn verhafteten und ihn mit Handschellen ruhig stellten, änderten sich seine Stimmung und Verhalten radikal. Er schwieg und beantwortete keine unserer Fragen mehr. Die Wohnung des Mannes wird durchsucht. Dabei taucht auch sein echter Reisepass auf. Also habe ich mit dem Schweizer Staatsanwalt gesprochen und gesagt, hier passiert gerade etwas sehr Interessantes auf Facebook. Es scheint wirklich Felix selbst zu sein. Und er sagte zu mir, nein, er ist es nicht. Und ich sagte, wie können Sie sich so sicher sein? Er antwortete, ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber es ist nicht Felix. Nach der Überprüfung des gefundenen Reisepasses ist klar, der Mann ist Deutscher und auf der Flucht. Es ist Felix Vossen. Und es ist womöglich das erste Mal, dass der als so smart beschriebene Betrüger Opfer seiner eigenen Nervosität wurde. Und es ist sehr interessant zu sehen, wenn einmal alles vor einem ausgebreitet daliegt, wie hochkompliziert sein Leben war. Es war ein kompliziertes Leben, weil es auf einem Konstrukt aus Lügen basierte. Die Flucht aber scheint selbst Vossen an die Grenzen seiner eigenen Täuschungskunst gebracht zu haben. Ma
Tarek de Monte wird von den spanischen Behörden informiert. Der Schweizer Staatsanwalt arbeitet zu dem Zeitpunkt seit knapp einem Jahr an dem Fall. Darum ist Felix Vossen aus Spanien ausgeflogen worden und ist dann über das Gefängnis direkt hierher gebracht worden. Und dann habe ich ihn das erste Mal in der Hafteinvernahme gesehen, wo es darum geht, abzuklären, ob dringender Tatverdacht besteht und ob man ihn Haftantrag stellen möchte. Es wird Haftantrag gestellt. Und damit folgen in den nächsten Wochen und Monaten die Schweizer Ermittlungen im Fall Vossen. Es geht um Geldwäsche, gewerbsmäßigen Betrug und nicht zuletzt Urkundenfälschung. Vossen wird vom Staatsanwalt verhört, unter Anwesenheit der geschädigten Investoren. Auch Russell Hicks ist vor Ort. Die Angespanntheit spürt man dann mehr, wenn es zu Einvernahmen kommt, wo diese Personen im gleichen Raum sind und wo man sieht, dass die sich gut kennen und dass hier große Enttäuschung, Ärger und Wut vorhanden ist. Ich war ziemlich überrascht, dass die Anhörung im Büro des Staatsanwalts stattfand. In einem ganz normalen Büro mit Tischen und Stühlen, kein besonders großer Raum. Verschiedene Leute waren dort. Anwälte von Zeugen, Dolmetscher, der Staatsanwalt und seine Mitarbeiter. Und wir saßen dort und warteten. Dann sagte der Staatsanwalt, Herr Vossen kommt jetzt in den Raum. Er wurde von einem Polizisten begleitet und saß hinter mir an einem Schreibtisch. Ich habe mich kein einziges Mal umgedreht. Als er anfing zu reden, war klar, dass er nur ein paar Meter hinter mir war. Er hörte sich ziemlich elend an. Das Ganze dauerte recht lang. Und dann, es war gegen Ende des Treffens, alle im Raum unterhielten sich mittlerweile untereinander. Ich habe mich zu Felix umgedreht und er saß einfach irgendwie da. Der Polizist, der auf ihn aufpassen sollte, unterhielt sich mit jemandem hinter ihm. Ich hatte also einen Moment, um Felix zu sagen, erinnerst du dich an diese abscheuliche Comic-SMS, die du mir an dem Tag geschickt hast, als du verschwunden bist? Und er sagte, oh nein, ich erinnere mich nicht daran. Ich habe sie ihm dann auf meinem Handy gezeigt und sagte ihm, erzähl mir nicht, dass du dich nicht daran erinnerst. Ich sagte dann noch, eines Tages werde ich es dir heimzahlen und ließ diese Drohung in der Luft hängen. Und in diesem Moment bemerkte der Polizist, dass ich wohl drauf und dran war, ihm eine zu verpassen. Und er griff ein. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Felix Vossen wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Geldwäsche und mehrfacher Urkundenfälschung. Gleichzeitig drängen Vossens ehemalige Freunde und Investoren auf Antworten. Wie konnte es sein, dass seine Betrügereien nicht auffallen? Wie konnte er 60 Millionen Euro umherschieben, ohne dass die beteiligten Banken Verdacht schöpften? Wir haben schließlich viele Dokumente von den Schweizer Staatsanwälten bekommen. Sie alle zeigen Felix Konten. Er hatte etwa 61 verschiedene Bankkonten, wahrscheinlich mehr als das. Und er schob ständig Geld zwischen diesen Konten hin und her. Es ist ziemlich beeindruckend, wie eine einzelne Person in der Lage ist, hier den Überblick zu behalten. Lothar Binding ist finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ein kritischer Beobachter der Finanzwirtschaft. Er sieht auch ein Systemversagen im Fall Vossen. Hätten die Banken, bei denen Vossen sich so engagiert, ihren Kunden gekannt, dann wäre ihnen sicher etwas aufgefallen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass natürlich auch bei den Banken dann Einzelne mit diesen Transaktionen auch wieder Geld verdienen. Und insofern dann zurückhalten sie mit solchen Fragen und dann ist sowas möglich. Ein Informationsaustausch zwischen führenden Banken wäre zumindest ein erster Schritt, um Fälle wie die von Felix Vossen künftig frühzeitig erkennen zu können. Ein solcher Austausch zwischen Geldhäusern ist bislang nicht verpflichtend. Und die Frage wäre vielleicht nach vorne gerichtet, ob man nicht ein neues System bräuchte, um den Austausch zwischen den Banken bezogen auf bestimmte Vorgänge transparenter zu machen. Das hieße zum Beispiel eine Datenbank,
in der man bestimmte Vorgänge routinemäßig meldet. Und in der Datenbank würde das dann natürlich auffallen, wenn 180 Banken plötzlich bei einem Namen zusammenfallen und die Transaktionsdichte sehr hoch würde, Transaktionsgeschwindigkeit sehr hoch würde, dann wäre plötzlich, sowas könnte man machen. Es gibt ja in Deutschland auch eine Datenbank, die solche Transaktionen zum Teil erfasst. Also insofern wäre das eine Weiterentwicklung, die man sich sicher vorstellen kann. Am 22. November 2017 wird Felix Vossen in Zürich der Prozess gemacht. Mit dabei ist auch der deutsche Radiojournalist Christoph Heinzle. Er beobachtete den Fall Vossen sehr genau und hat eine mehrteilige Podcast-Serie über den Wirtschaftskrimi produziert. An diesem Tag sieht er Vossen das erste Mal, nach 1,5 Jahren Recherche. Da fehlte dieser Glanz und dieses Glitzern. Und er war auch bei weitem nicht so eloquent, wie er es sicher vorher war. Da war viel stockend. Und das war eben auch etwas, was ihm sichtbar schwer fiel, sich selbst im Prinzip zu belasten. Das war das, was er vor Gericht gemacht hat. Er hat ja alles zugegeben. Er hat gesagt, es tut ihm leid, aber er hat es so getan. Er hat versucht, seine Motive zu beschreiben. Aber es war schon eine gebrochene Figur, die da vor dem Richter in Zürich stand. Er hat so viel einfach weggeworfen. Er hatte Freunde, die ihn sehr geliebt haben. Er hat seine eigene Familie betrogen. Es ist das eine, viel Geld durch Geschäfte oder so etwas zu verlieren. Aber alle deine Freunde zu verlieren und zu erleben, dass deine Familie dich hasst? Ich meine, sie hatten Anwälte im Gericht, die ganz klar darauf aus waren, ihn dran zu bekommen. Die Frage nach dem Warum umtreibt alle geschädigten Investoren. Warum hat Vossen seine Freundschaften missbraucht? Um Geld zu machen? Was war echt an ihm? Und hatten sie vielleicht auch selbst eine Mitschuld? In einem Interview am Prozesstag stellt auch Vossens Anwalt Reto Steinmann diese Frage. Jetzt kann man sich fragen, ja, war das zurückzuführen auf die Beziehung zu den Kunden? Oder waren diese Kunden oder ein Teil davon eben auch in Anführungs- und Schlussstrichen halt eben auch etwas gierig? Vor Gericht ist Felix Vossen geständig. Der Prozess dauert gerade mal einen Tag. Das Urteil fällt noch am gleichen Abend. Gestern Abend, Vossen auf dem Weg zu seinen Richtern. In diesem Wagen sitzt er. Das Urteil, 6 Jahre Haft, trotz Geständnis. Während der Verhandlung weint Vossen. Diese Reue, die war nicht gespielt. Das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass jemand in dieser Situation da noch über eine Stunde lang so eine Show hinlegen würde, dass er diese Reue wirklich heucheln würde. Nach einem knappen Jahr auf der Flucht und rund 1,5 Jahren Haft wird Felix Vossen nach der Urteilsverkündung zurück ins Gefängnis an den Stadtrand von Zürich gefahren. Bei guter Führung kann Vossen im Jahr 2020 das Gefängnis wieder verlassen, mit 46 Jahren. An die Öffentlichkeit ist er nie gegangen. Auch unsere Anfragen bleiben unbeantwortet. Für Russell Hicks, Simon Gargett und die weiteren Investoren ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Der Verlust des Geldes schmerzt noch immer. Und wahrscheinlich auch die Scham, einem solchen Betrüger aufgesessen zu sein. Ich fände es jetzt wichtig, dass die Leute, die irgendwann ihm Glauben geschenkt haben, noch mal in sich gehen und hinterfragen, ob sie vielleicht nicht nur im guten Glauben und ein bisschen zu naiv gehandelt haben. Und eins muss klar sein, immer wenn ich mein Geld weggebe, dann habe ich das Risiko, dass ich es nicht wiederbekomme. Deshalb ist es klug zu überlegen, wem man sein Geld gibt. Ich werde ihm das niemals verzeihen können. Denn in das Haus von irgendjemandem einzubrechen und etwas zu stehlen oder eine Bank ausrauben, ist eine wirklich schlimme Sache. Aber sich mit Menschen anzufreunden, ihnen so nahe zu kommen und dann ihr Geld zu stehlen, immer weiter zu stehlen, Jahr für Jahr, das ist absolut unverzeihlich.